Jo, und ich grüße auch ganz besonders den Klaus ganz lieb, denn ich denke, ich werde Klaus Namen mit in den Videotitel reinpacken. Heute ein Modell, ein ganz kompaktes, kleines Titanmodell, wo ich den Eindruck habe, das könnte dem Klaus durchaus gut gefallen. Ja, Klaus, sei ganz lieb gegrüßt, wenn du denn tatsächlich reingeschaltet hast, um dir den Stachel hier anzuschauen. Das hier, ja, dieses Modell hat gar keinen eigenen Modellnamen. Zumindest habe ich es auf die Schnelle nichts finden können. Und ich habe dieses Modell vor noch nicht allzu langer Zeit bei Amazon erstanden. Da ist mir das ins Auge gesprungen. Das hat einen speziellen, ja, Öffnungsmechanismus, sehr schwungvoll. Schauen wir uns natürlich gleich noch an. Und das gab es gerade im Sale. Ich habe da, glaube ich, knapp über 30 € für gezahlt. Und mir gefiel die Optik ganz gut. Das ist ja in der Oberfläche des Werkstoffs Titan. Das kennt man ja seit einiger Zeit, dass Titan so behandelt wird. Ich vermute mal, das findet dann mit irgendeiner Art Anodisierung statt, über Temperatur, aufregende, ja, Oberflächen, Musterung. Die Optik gefällt mir sehr gut. Achsschraube haben wir hier. Dann noch ein Schieber zur Öffnung des Messers. Hinten noch eine kleine Öse, wo du ein Lederbändchen zum Beispiel ran machen könntest. Kein Clip. Sehr klein und kompakt, dieses Modell. Mal ein direkter Vergleich zum Real Steel Luna. Da sieht man schon, ja, dass es deutlich, deutlich kompakter ist. Zum Böker Kaliber 50 Pen. Und auch noch zum Kompakt von Victorinox. Also geschlossen wie geöffnet. Klaus, denke ich, könnte dieses Modell dir gefallen. Das hat schon was durchaus Edles in der Optik, im Material dann ja auch Titan. Und die Klinge soll VG10 Stahl sein. Und über diesen Schieber hier, der federgelagert ist, wenn wir den nach unten ziehen, dann kann ich halt die Schenkel hier öffnen, mitnehmen. Da wird dann die Klinge rausgeholt. Dann drückt man ja die Griffschenkel zueinander. Es klackt einmal und dann ist die Klinge draußen. Und dann haben wir hier in der Gesamtlänge ungefähr 12 cm Klingenlänge. Ich glaube insgesamt so um die knapp nicht ganz 5. Schneide ungefähr 4 cm satiniert, ohne irgendeine Klingenbeschriftung. Das gefällt mir sehr gut. Und das macht alles einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Auf Bildern kam es mir schon recht wertig vor. Und jetzt in der Hand, in der Benutzung, ja, hat sich dieser Eindruck bestätigt, sogar noch besser als ich gedacht habe. Also wie sauber das alles gearbeitet ist. Hier ist auch kein Klingenspiel. Ich habe das Messer noch nicht auseinandergenommen, aber ich vermute mal, es läuft auf Kugellagern und das alles fest. Da wackelt jetzt nichts. Also die Klinge ist auch arretiert. Daher würde ich diesen kompakten, kleinen, hübschen, ja, schwungvollen Stachel auch ja, nicht als 42A einordnen. Durch diesen Schieber hier hinten, der halt über die Feder dann sozusagen einrastet, das schauen wir uns gleich noch an, wie das funktioniert, ist hier halt die Klinge jetzt wirklich ja, arretiert. Da kannst du also, wenn du es denn machen möchtest, sogar ein bisschen mit schnitzen, aber ist natürlich Quark. Das ist ein Messer, das über die Optik punkten soll, über das Design, über die Mechanik. Und das gelingt diesem Stück auch ganz wunderbar. Also das legt man sich zu, wenn man wirklich mal was ganz Schickes haben möchte, so fern einem denn die Optik hier zusagt, des Titangriffs. Kann mir aber schon vorstellen, dass das den einen oder anderen ansprechen wird. Dann halt im Preisrahmen von 30 bis 40 € sowieso. Wenn dieses Modell hier zum Beispiel mit Böker Plus gelabelt wäre, dann bin ich mir fast sicher, dann wird sowas gleich 60, 80 € kosten. Und ja, das Prinzip der Öffnung, des Schließens, wie das abläuft, schauen wir uns mal an. Wir öffnen erstmal wieder alles. Hier so das Innenleben, die Rückenfeder, so nenne ich das Element jetzt hier mal,
ist aus einem Stück hier gearbeitet, ausgefräst. Und da haben wir hier so ein Halbloch, eine Rundung am Ende der Feder. Und auf der anderen Seite das Gegenstück, erzählte ich ja schon, verbunden mit dem Schieber. Und unter dieser Platine wird eine Feder lagern. Und hier haben wir noch einen Steg. Und wenn wir dann halt das Messer schließen, die Klinge, die schlägt auch hier nirgends an, wird vorher schön gestoppt. Da muss man sich keine Sorgen machen. Die kam auch anständig scharf ab Werk. Auch das, ja, alles ganz wunderbar. Und dieser Steg, der legt sich dann halt in diese, ja, in diese Mulde hier rein. Und das ist dann auch vernehmlich, akustisch hörbar. Und dann ist ja das Messer wieder sauber geschlossen. Da wackelt überhaupt nichts. Und mit ein bisschen Übung ist das dann auch relativ leicht zu öffnen und auch zu schließen einhändig. Kannst du halt einfach, entweder nimmst du das kontrolliert mit und verriegelst es dann. Oder halt, wenn du es schließen willst, fasst du die obere, ja, Griffschale an und mit ein bisschen Schwung schleuderst du dann alles zu. Die Klinge wird ja automatisch dann durch die Mechanik irgendwann und den Schwung mitgenommen. Und das funktioniert durchaus gut. Das hat einen gewissen Spielfaktor, wenn man da ja ein paar Minuten mit rumgespielt hat und vor allem wirklich sehr sauber gearbeitet. Ich hatte am Anfang noch mal einen Tropfen Öl auf die Achse gegeben und seither läuft das ganz, ganz wunderbar. Jo, ja, den Stachel wollte ich mal zeigen. Eigentlich gar nicht so mein Beuteschema, aber ich bin ja auch durchaus ein Spielkind. Dann gefällt mir die Optik hier sehr gut. Und ich kann mir wirklich vorstellen, wenn man hier nochmal ein Lederbändchen ranmacht, dann ist das ein sehr schönes Modell. Und eigentlich sehe ich das Teil jetzt auch schon bei Klaus. Bleibt aber dann natürlich noch die Frage, mit welcher Uhr könnte man denn dieses Messer hier verbinden? Ich glaube, daran könnte es am Ende scheitern. Aber so rein von der Größe, so wie ich Klaus kenne, viel mehr, ja, viel mehr Schneidfläche als diese 4 cm bedarf es da nicht, um mal ein Brötchen zu schmieren oder ein Äpfelchen zu zerteilen, so die kleinen Alltagsarbeiten. Könnt ihr gerne mal ein Feedback hinterlassen, wie euch das Teil so gefällt. Und ja, das war's dann auch. Ja, Klaus, gerne auch, sofern du zugeschaut hast, mal reintackern, wie dir das Teil gefällt. Du hattest vor einigen Monaten, wenn ich mich recht erinnere, von Böker Plus mal ein ähnliches Modell vorgestellt. Ich glaube, da war die Arretierung, also Arretierung ist übertrieben, aber ich glaube, da funktionierte das über Magnete, wenn ich mich recht erinnere. Hier hat man halt jetzt diesen Steg, der sich in diese Mulde reinklickt. Und das funktioniert alles wirklich sehr, sehr gut. Also durchaus, durchaus ein interessantes Modell. Ja, Klaus, gerne mal ein Feedback dazu dalassen, wie dir das Teil gefällt. Und ansonsten verbleibe ich wie immer mit All Knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.